Heute in unserem Autotest, Schwaben-Gebrauchtwagentest, haben wir den Opel Zafira Generation B. Wir von 2005 bis 2011 verkauft wurde. Ja, 2005 kam er auf den Markt, damals als siebensitziges Van-Modell, als Nachfolger des beliebten Zafira A. Die kam dann die zweite Generation, genannt B, wurde dann in Bochum gebaut, hauptsächlich hier in Powerrot aus dem Jahr 2008 haben wir hier ein Fahrzeug, einen wunderschönen Powerroten, wie er häufig angeboten wird. Es handelt sich hier um einen 1,8 Liter, das war so das beliebteste Modell. Es gab dann einen 6 Liter, der hatte 100 PS rum, dann den 1,8 Liter gab es. Der hatte 140 PS, es gab einen 2,2 Liter Motor im Benzinerbereich. Der hatte dann, glaube ich, so 170 PS. Es gab natürlich einen, ja, es gab dann noch den 1,7 CDTI mit 105 und 125 PS sowie den 1,9 CDTI. Der leistete dann 120 und 150 PS. Bei den Getrieben gab es 5-Gang, 6-Gang-Getriebe, je nach Motorisierung, sowie ein 6-Stufen-Automatikgetriebe. Ja, besondere Stärken und Schwächen natürlich das tolle Platzangebot. Und es gab natürlich 7 Sitze, variabel verstellbar. Dafür war der Zafira ja unheimlich bekannt und wurde auch gerne gekauft. Schwachstellen gibt es wenig bei diesem Auto. Ja, es gibt relativ wenig Schwachstellen, die liegen meistens im technischen Bereich. Zu den besonderen Stärken des Zafira natürlich sein geräumiger Innenraum, die durchaus ordentliche Verarbeitungsqualität, besonders der letzten Baujahre, die meist sehr gute Ausstattung. Meistens gab es Modelle wie Cosmo Innovation, schon das Editionsmodell war sehr gut ausgestattet. Auch das Basismodell Selection hatte schon alles an Extras, was man so brauchte. Es gab relativ gute Benzinmotoren, meistens solide waren die. Beim TÜV-Report schneidet er recht gut ab. Zu den Schwachstellen zählen vor allem die Dieselmotoren. Hier gab es beim 1,9 CDTI häufig Probleme mit den Drallkappen. Dann gingen die Kupplungen bei den Dieseln häufig kaputt. Es gab Fahrwerksschäden durch das hohe Gewicht. Hin und wieder kratzempfindliche Materialien im Innenraum beim Vor-Facelifting-Modell. Zeitweise Ölverlust an Motor und Getriebe. Ein paar Lackprobleme, das war es dann aber auch schon. Von uns bekommt der Opel Zafira immerhin von 5 Sternen 3,5 und ist damit ein empfehlenswertes Auto.